devi andare al Semmering. Studio ancora un minuto e poi vado, mamma, grazie. Ma è tardi. Il treno parte fra mezz'ora. Vado subito, grazie. Ahoj, Ivane. Kam jedeš? Se musím jet do Semmeringu. Nechceš si na chvíli sednout na kafe? No jo, na 10 minut. Ahoj. Menni Semmeringre ma vagy holnap? Mi csinálunk? Mikor kell menni? Holnap megyek Semmeringbe. Nem! Ma kell menned. Ja Istenem, tényleg. Elfelejtetted. Ein Baum wächst so gut, wie seine Wurzeln in der Erde verankert sind. Seit 150 Jahren zieht sich das weit verzweigte Eisenbahngeflecht, das den Semmering nähert, über ganz Europa, hat seine wichtigsten Kraftquellen in den großen Städten der ehemaligen Monarchie, gestern wie heute. Luca Lombardo, der zweite Geiger des gerade von der Internationalen Sommerakademie Prag-Wien-Budapest aus der Taufe gehobenen Geigerquartetts, fährt von Triest aus zum Semmering, um dort seine Studien zu intensivieren. Natürlich mit der Bahn. Ungefähr zur gleichen Zeit hat sich auch Ivan Pavlovic, unser Bratschist, von der schönen Helena verabschiedet und erreicht im imposanten Hauptbahnhof von Prag gerade noch den Zug nach Wien. Adam Jaworkai, der Cellist aus Budapest, leistet sich mit seinem Bruder Sándor einen kleinen Umweg über die Promenade an der Donau. Vor dem Bahnhof Keleti verabschiedet er sich. Das wunderbar erhaltene Bahnhofsrestaurant stimmt ihn auf die Arbeit mit der Internationalen Sommerakademie am Semmering ein. Soll ich noch etwas spielen? Nein, Schatz, der Papa muss zum Semmering. Ich muss im Zug spielen. Im Zug? Im Zug, ja. Treffpunkt der jungen Musiker mit dem ersten Geiger Ilja Marinkovic und seiner Familie ist Wien. Aus optischen Gründen besser nicht im Südbahnhof, sondern in der Nähe. Es soll ja die sogenannte gute alte Zeit wieder sichtbar und hörbar gemacht werden. Ein Experiment der jungen Künstler, eine musikalische Reise zum Semmering.
Gott erhalte Franz den Kaiser lautet der ursprüngliche Text zu Joseph Haydns 1797 komponiertem Lied. Ein Jahr später baute Haydn aus dieser Melodie den zweiten Satz seines Kaiserquartettes. In diesem sogenannten Variationensatz werden nur die Begleitstimmen variiert. Die Melodie wandert unverändert durch alle Stimmen. Während unserer musikalischen Reise zum Semmering erklingt das Lied aus den Instrumenten eines jungen Österreichers, eines Italieners, eines Slowaken und eines Künstlers aus Ungarn. Die kosmopolitische Kraft des Semmerings lebt im Majestic Imperator. Der Majestic Imperator ist der originalgetreue Nachbau des Hofzuges Kaiser Franz Josefs, hier mit einer der ältesten Elektrolokomotiven Österreichs. Insgesamt 6 Wagen des Majestic Imperator hat der Eisenbahnliebhaber Gottfried Rieck in den ehemaligen Zentralwerkstätten der Nordbahn in České Velenice nach den erhaltenen Originalplänen nachbauen lassen. Der Wagen mit der kleinen Bühne wird erstmals zum fahrenden Konzertsaal. Die Musiker der Internationalen Sommerakademie haben Haydns Kaiserquartett für diese Reise gewählt, weil die Gleichberechtigung der Stimmen, zusammengefügt zu einem bewegenden Musikstrom, den internationalen Geist der heuer 14. Sommerakademie am Semmering widerspiegelt. Ich spiele das Lied an jedem Morgen, hat Haydn gesagt, und oft habe ich Trost und Ergehung daraus genommen in den Tagen der Unruhe. Mir ist herzlich wohl, wenn ich es spiele und noch eine Weile nachher. So Haydns Zitat.
So hat der Bahnhof am Semmeringpass 1881 in der gerade verklungenen alten Zeit ausgeschaut. Für die Weltausstellung in Paris hat die Südbahn AG dieses Panorama basteln lassen. Bereits 17 Jahre nach ihrer Fertigstellung war Gegers Bahnstrecke eine vielbestaunte Weltsensation. In einer Sonderausstellung im Schloss Reichenau ist diese Darstellung zu sehen. Sie gehört dem Technischen Museum in Wien, ebenso wie diese handkolorierten Lithografien von Imre Benkert, die wenigen kostbaren Bilder vom Bau der Semmeringstrecke. Hier sind wenigstens einige hundert von fast 40.000 anonym gebliebenen Menschen dargestellt, die mit Muskelkraft und unter schwierigsten Bedingungen in nur 6 Jahren Bauzeit die Bahn in den Felsen geschlagen haben. 81 von ihnen sind bei Unfällen ums Leben gekommen, wurden von Felsen erschlagen, sind von den turmhohen Gerüsten gefallen. Insgesamt aber sind 1.700 Menschen, Bahnarbeiter und Arbeiterinnen und deren Kinder während der Bauzeit ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen hat die Cholera dahingerafft, weil im ehrgeizigen Projekt alles Geld für technische Innovation ausgegeben wurde, für Unterkünfte und Hygiene aber viel zu wenig. Die Kasse, in der die Südbahn AG ihre Löhne aufbewahrte, stand im Schloss Reichenau und war wohl gegen Ende der Bauzeit genauso leer wie heute. Die Gemeinde Reichenau hat dieses von deutschen Eisenbahnenthusiasten gebaute Modell der Semmeringbahn gekauft und im Dachboden des Schlosses aufgestellt. So, wie schöne oder berühmte Menschen gerne porträtiert werden, kann man sich wohl auch an der Schönheit der Gegerbahn erfreuen, wenn man sie malt oder nachbaut. Im Film sind Natur und Modell kaum zu unterscheiden, nur die Züge fahren halt ein bisschen zu schnell. Gegers Bauten sind heute anerkannte technische Meisterleistungen, Kunstwerke, wenn man so will, die 150 Jahre fast unverändert überstanden haben. Die gewaltigen Dimensionen werden deutlich, wenn man sieht, dass ein einziger Viaduktbogen so lange ist wie eine ganze Lokomotive. Diese Bauten sind wie vieles nicht ohne Diskurs entstanden. Pläne des österreichischen Staatsarchives zeigen das Viadukt über die Kalte Rinne nicht nur in der realisierten Steinversion, sondern auch in Stahl, eine Variante, gegen die sich Geger vehement gewehrt hatte. Auch an Spitzbögen hatten Gegers Planer gedacht. Und hier die gebaute neuklassische Rundbogenversion. Das alte Doktorhaus in Schottwien hat diese Bilder im Jubiläumssommer 2004 gezeigt. Eine ehemalige Poststation, gleich gegenüber dem noch heute erhaltenen Haus, in dem Geger sein Baubüro eingerichtet hatte. Was sich in Karl Ritter von Gegers Kopf, dem hochbegabten Beamtensohn aus Venedig, abgespielt haben mag, lässt sich heute durchaus nachvollziehen. Schaut man vom 1523 Meter hohen Sonnwendstein auf die Bahntrasse, so sieht man auf einen Blick, dass Geger keineswegs den einfachsten Weg über die vergleichsweise flachen Ausläufer der Ostalpen gesucht hatte. Er baute die Bahn genau dort, wo ein Zug von schroffen Felsen die beste Kulisse abgeben konnte. Ein Felssturz beim Beginn der Arbeiten in der Weinzettelwand forderte 1850 14 Menschenleben. Dieser Unfall zwang Geger, seinen Ehrgeiz ein wenig einzubremsen. Nur in dieser sechsbögigen Galerie ist die Trasse in der Wand sichtbar, der Rest ist in einem sicheren Tunnel im Berg versteckt. Die ursprünglichen Pläne mit turmbewehrten Tunnelbögen und frei an die Wand angebauter Trasse sind heute nicht realisierte Eisenbahngeschichte. Geschichte sind auch die Spuren vom Kampf zwischen Ingenieurgeist und Natur. Die gewaltigen Schuttmassen der Einschnitte in den Berg ließen Gegers Arbeiter einfach den Berg hinunterrollen. Die Schuttkegel sind heute größtenteils verwachsen und selbstverständlicher Teil der gestalteten Natur. Geger hatte die Erschließung, das Erlebbarmachen der Natur und deren Nutzung im Kopf, nicht deren Schutz im heutigen Sinn.
Selbstverständlich ein neuer Teil der Natur waren in Gegers Plan nicht nur Viadukte und Tunnel, sondern auch die Bahnhöfe und Bahnwärterhäuschen entlang der Semmeringtrasse. Wir fahren vom Norden kommend über das Payerbach-Viadukt bergwärts. In Gegers Neubauten zogen mit Beginn des Bahnbetriebes gut 500 neue Bewohner in die Semmeringregion. 2 Kilometer nach Beginn der Nordrampe steht eines von 57 gut erhaltenen Bahnwärterhäusern allein am Semmering-Teilstück. Diese Häuser markieren noch immer die gesamte Südbahnstrecke bis an die Adria. Geger ließ die Häuser einfach aus den Bruchsteinen der Trassenlegung bauen. Ursprünglich wohnten je 2 Familien in diesen Häusern, eine für damalige Zeiten komfortable Unterkunft mit herrlichem Ausblick. Die Häuser hatten nur im Erdgeschoss ein kleines Dienstzimmer, alles Arbeitsmaterial und Signale waren im Holzschuppen daneben untergebracht. Dieses Haus ist 84,7 Kilometer von Wien entfernt. Die Zahlen der Originalkilometersteine wurden nach der Elektrifizierung auch auf die Strommasten geschrieben. In wenigen Jahrzehnten wuchsen dann Villen, Gasthöfe und Hotels aus dem Boden. Wer immer es sich leisten konnte, besaß oder mietete eine Wohnung im Grünen. Nicht nur auf der Passhöhe, sondern auch auf den Bergrücken und in den Tälern längs der Bahn. Die Großstadtmenschen des frühen Industriezeitalters suchten Erholung im Grünen. Weg von den abertausenden Schloten und Kaminen, die damals ihren Kohlestaub über die Städte breiteten. Dieser Zustrom von Geschäftsleuten, Intellektuellen und Künstlern sollte den Semmering prägen und ihn bis zum Zweiten Weltkrieg zu einem der kulturellen Zentren Europas machen. Auch wenn der Semmering heute neue Strukturen finden muss, bleibt die Landschaft entlang der Bahn die starke Konstante in allen Tourismuskonzepten. Im Jubiläumssommer 2004 erlebten die Besucher der Semmering-Region eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Sonderfahrten, Altes und Neues in effektvollem Wettstreit. Am 16. Mai drängten sich fotoapparatbewährte Eisenbahnfreunde an den Fenstern zweier Sonderzüge, um die Wettfahrt der neuesten Taurus-Lokomotive mit einer alten Dampfmaschine zu sehen. Ein ungleicher Wettkampf der mehr als 7000-mal gebauten Kriegs- und Wiederaufbaulokomotive 524984 mit der doppelt so starken brandneuen Taurus. Oben am Semmeringpass, vor dem frisch renovierten Denkmal des Erbauers der Bahnstrecke, werden die ungleichen Gegner dann noch für die Fotografen aufgestellt. Vier Wochen später wird im alten Heizhaus in Strasshof die 10913 nach historischem Vorbild mit bunten Wimpeln geschmückt. Die Jungfernfahrt am nächsten Tag geht über den Semmering. Diese 1320 PS starke Südbahnlok aus dem Jahre 1912 wurde mit viel Geld und tausenden Arbeitsstunden in den vergangenen Jahren für die Jubiläumsfahrt restauriert. Die Lokomotive gehört dem Technischen Museum in Wien, also der Republik Österreich. Die Eisenbahnfreunde in Strasshof restaurieren und betreiben die kostbaren Maschinen im Auftrag des Technischen Museums auf einem Gelände, das sie von den Bundesbahnen gepachtet haben. Eine typisch österreichische Lösung für arbeitsintensive Projekte, bei denen immer zu wenig Geld da ist. Ruß und Öl von den Probefahrten müssen noch entfernt werden, denn bis zur Jungfernfahrt bleiben den Ferrotikern kaum 3 Stunden Schlaf. Der Lohn der Arbeit präsentiert sich am nächsten Morgen. Die Maschine steht unter Dampf.
Die 10913 wetteifert mit ihrer Südbahn-Schwesterlokomotive 62901 im strömenden Regen. Aber was macht das schon? Hier der Führerstand der 62901. Bei Dampfzügen über den Semmering schreiben die Bundesbahnen eine elektrische Nachschublokomotive vor, aus Sicherheitsgründen. Spielerisch erreichen wir den Bahnhof Semmering. Wieder Fototermin für die beiden ehrwürdigen Kolosse. Noch einmal wird imposant angefahren. Durch die Scheiteltunnel geht's auf die Südrampe und nach knapp 15 Minuten liegt der Semmering hinter uns. Hier noch einmal die Nachschublokomotive, die schöne 10-20-47 der österreichischen Bundesbahnen. Auf der Drehscheibe des Bahnhofes von Mürzzuschlag, wo seit Anbeginn die Vorspann- und Nachschublokomotiven stationiert sind, darf sich die 10913 dann noch einmal den Fotografen präsentieren. Mit 2C bezeichnen Fachleute den Aufbau dieser Lok. Die 2 für 2 Vorlaufachsen und C, der dritte Buchstabe im Alphabet, für 3 Antriebsachsen. Die Achsen des Schlepptenders werden nicht gezählt. Rechtzeitig zum 150-Jahr-Jubiläum hat die Gemeinde Semmering eine Aussichtsplattform gegenüber dem schönsten Teil der Bahnstrecke gebaut. Der vierte Satz aus Anton Dvoráks amerikanischem Streichquartett besingt die wunderbare Aussicht. Hier der legendäre Blick auf das Viadukt über die kalte Rinne, der jahrelang auf der alten 20-Schilling-Banknote zu sehen war. Ein moderner Wendezug der ÖBB fuhr bergwärts. Ein talwärts fahrender Güterzug in der Weinzettelgalerie. Und hier eine Lokomotive der ungarischen Raab-Ödenburg-Bahn. Sie zieht eine ÖBB-Garnitur über die Krausl-Klause und durch den Krausl-Klause-Bogen. Die Musiker des Geiger-Quartettes und viele andere junge Musiker aus der ganzen Welt setzen mit der Internationalen Sommerakademie Prag-Wien-Budapest neue Akzente. Jedes Jahr im August klingt Musik über die Zauberberge, aus den Studierzimmern und aus den Konzertsälen von Baden über Glocknitz, Payerbach und Reichenau bis hinauf auf den Pass. Auch wenn die Sommerakademie und ihre Künstler nicht über die Finanzkraft der früheren Semmering-Klientel verfügen, auch wenn solche Initiativen in der österreichischen Kunstszene Jahr für Jahr um ihre Budgets, ihre Verträge und den damit verbundenen Fortbestand bangen müssen,
so breitet die neue Generation doch wieder das Flair des Geistes, der guten Laune und der Kunst über den Semmering, streut neue Keime des alten, einst so erfolgreichen Geistes in das wunderbare Land. Und die Semmeringbahn trägt noch immer das ihre zur Spannkraft der Region bei. Ein rundes Jubiläumsjahr geht einmal zu Ende, aber nicht sang- und klanglos, sondern mit einem Dampfzugfest der Sonderklasse. Der Wiener Lokomotivsammler Edmund Brenner hat am 10. Oktober dafür alles aufgeboten, was ihm fahrbereit zur Verfügung stand. Eine Garnitur mit zwei Achsern, davor die 501171 und eine rare Diesellok, das zweite Stück aus der Reihe 2050. Von Wiener Neustadt geht's in Richtung Berg. Die ältesten Dampflokomotiven des Festes, die 77-250 und dahinter die zwei Jahre jüngere 33-132, ziehen die blauen Brennerwagen, die 10-20-47 schiebt wieder einmal nach. Die 919-138 ist die stärkste Dampflokomotive. Sie zieht zusammen mit der verwandten 1214, das ist ein rumänischer Lizenzbau, einen Sonderzug aus Deutschland. Und die Spezialität des Tages ist wohl ein Güterzug mit zwei 52ern, nur für die Fotografen. Durch die Neunkirchener Allee geht's in aller Frühe Richtung Semmering. Erster Fotohalt ist St. Egid.
Auf dem Payerbach-Viadukt wird Dampf gemacht für den Anstieg auf die Nordrampe. Eine moderne Taurus sichert den deutschen Sonderzug als Nachschieber. Hier überholt der Zug mit der Diesellok auch den Güterzug. Vor die beiden 52er ist nun die 1100-102 gespannt. Ein schönes, fast 80 Jahre altes Gusto-Stück der ÖBB. Und in Breitenstein dreht sich das ganze Spiel wieder um. Ein prächtiges Eisenbahnfest am Semmering. Ein Fest für Augen und Ohren. Und wenn man ganz genau hinhört, dann taucht unter dem Stampfen der Maschinen und unter dem Rauschen des Hubschrauberrotors ganz leise wieder die alte Kaiserhymne auf.